Schönen guten Tag und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Mein Name ist Andreas Weiß und ich begrüße Sie recht herzlich im Namen der FXFET Wertpapierhandelsbank bzw. im Namen von CapTrader ganz herzlich. Ja, das heutige Thema NFP Live Trading mit dem Stereo Trader. Natürlich wie immer am ersten Freitag des Monats zusammen mit Dirk Hilger, den ich natürlich auch ganz herzlich hier begrüße. Ich hoffe, Dirk, du kannst mich hören. Ich kann dich wunderbar hören, ja. Perfekt. Ja, auch die Frage an Sie, ob Sie mich verstehen können, ob die Bild- und Tonübertragung soweit passen. Vielleicht können Sie mir da über die Chat-Funktion ein kurzes Feedback geben, dann weiß ich, dass von der Technik her alles passt. Über den Chat können Sie natürlich gerne auch dann während des Webinars Fragen stellen, ja, zum Trading, ja, zum Stereo Trader oder alles, was Sie halt interessiert zum Thema FXFET. Wir haben ja schon recht viele Webinare in der Vergangenheit durchgeführt, deswegen auch nochmal ganz kurz der Hinweis, dass Sie hier auch im Archiv auf der Seite von FXFET die Aufzeichnung finden. Ja, wie kommen Sie dahin? Unter Training, Videos, ich klicke das nochmal an, können Sie natürlich dann auch die Kategorie Stereo Trader anklicken und dann kommen Sie zu den Aufzeichnungen der letzten Webinare, die wir in der Vergangenheit durchgeführt haben. Ja, also für Sie auch der Hinweis, dass das heutige Webinar aufgezeichnet wird. Das heißt, Sie haben dann natürlich die Möglichkeit, auch das heutige Webinar sich im Archiv anzuschauen. Okay, ich bekomme jetzt gerade das Feedback, dass Sie aktuell keinen Ton haben. Oder vielleicht nochmal kurz die Frage an alle, ob das jetzt, falls mich doch jemand hören kann, also Dirk konnte mich ja hören, das bei allen so ist. Oder ich schreibe das auch nochmal kurz in den Chat rein. Kann man mich dann hören? Frag ich mal so rum. Ja, ich kann dich hören, Dirk. Ja, die anderen Teilnehmer, das wäre, glaube ich, wichtiger. Ja. Da kommt noch kein Feedback gerade. Ja, wahrscheinlich dann nicht, ne? Ich schreibe nochmal kurz in den Chat. So, kann man den Ton hören jetzt eigentlich? Kann da mal kurz jemand ein Feedback geben? Ja, nochmal kurzer Test, ob okay. Der Ton jetzt funktioniert. Ja, jetzt scheint es zu klappen. Okay, gut, dann fange ich nochmal kurz neu an. Ja, einen wunderschönen guten Tag zum heutigen Webinar. Begrüße Sie ganz herzlich. Mein Name ist Andreas Weiß und ich freue mich heute, Dirk Hilger an der Seite zu haben. Thema NFP Live Trading mit dem Stereo Trader. Wie immer am ersten Freitag des Monats. Non-Farm Payrolls, sehr, sehr wichtiger Termin und ja, ich freue mich, dass Dirk heute wieder wie jeden Monat das Webinar hier mit uns gemeinsam durchführt. Ja, die Frage, ob Sie mich hören können, haben Sie ja schon beantwortet, es scheint also alles zu klappen. Als Bild sehen Sie gerade die FXFET Homepage, ja, und zwar genau dort, wo Sie die Aufzeichnung der letzten Webinare finden können. Ja, ich weise da nochmal kurz darauf hin, unter Training, Videos, ja, können Sie dann auf unser Videoarchiv zugreifen und haben auch die Möglichkeit hier die Kategorie Stereo Trader auszuwählen und dort finden Sie dann auch die Aufzeichnung von heute. Ja, jetzt möchte ich Sie gar nicht lange aufhalten. Wie gesagt, wir haben noch 11 Minuten, dann geht es ja auch schon los, dann geht hier hoffentlich die Post ab. Und ja, dabei wünsche ich Ihnen viel Spaß. Nutzen Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen, auch über die Chat-Funktion. Und ja, Ihnen ein interessantes Webinar mit Dirk. Ich gebe zu dir rüber und ernenne dich dann zum Moderator. Bis später. So, dann auch mal hallo und herzlich willkommen hier von meiner Seite. Ich hoffe, ich übertrage jetzt hier den wichtigen Bildschirm. Aber das sieht soweit erstmal gut aus. Ja, herzlich willkommen von meiner Seite hier zum NFP Live Trading. Es sind ja einige, es ist ja richtig was los hier. Ganz schön viele Zuschauer und Zuhörer hier. Freut mich natürlich sehr. Dankeschön natürlich auch an den Andreas hier für das Opening und an FXNet für die Einladung zum heutigen Webinar. So, ich komme auch hier recht schnell zum Thema, weil in 10 Minuten ist ja soweit.
Und erklär mal so ein bisschen, wo wir uns befinden. Also diejenigen, die aus der Gruppe hier mit dabei sind, die haben ja schon ein bisschen was mitbekommen heute Morgen. Ich hatte ja was geschrieben, vor allen Dingen zum DAO, zum DAX eigentlich weniger, weil der hat mich gestern doch so ein bisschen irritiert. Der DAO aber jetzt nicht unbedingt. Und erklär das mal nochmal ganz kurz, warum, weshalb ich jetzt zum Beispiel auch den Short glattgestellt habe. Also man sieht ja hier das Bild. Ich mache das heute mal ein bisschen anders. Ich hoffe, ein bisschen aufgeräumter als sonst. Habe nämlich jetzt hier mal kurzerhand eine Instanz pro Instrument, also aufgesetzt. Das heißt, ich kann hier immer switchen zwischen DAX, DAO und Euro, Gold. Ich denke mal, das ist ganz hilfreich. Da muss man nicht so viele kleine Charts dann halt haben, sondern hat dann halt mehrere große. So, und zwar der DAO. Ich zeige das mal ganz kurz, was da das Problem ist sozusagen. Also ich mache das hier mal groß, das ist der Stundenchart im DAO. So, hier oben ist die 429. Ich habe jetzt hier nur gerade mal die wichtigsten Punkte eingezeichnet. Nicht alle Linien, die in meinem Blog auch drin sind, sondern nur mal die wichtigsten. Und da hatte ich ja halt gestern Abend noch geschrieben, also da, wo ich meinen Blog halt fertig gemacht habe, dass halt möglicherweise auf der Oberseite noch die 429 fehlt. Ansonsten ist mir das nicht wirklich erklärbar, was da halt los ist. Und genauso hatte ich gestern geschrieben, die 373, das wäre so das Maximum. Das war auch gestern das Tageshoch, das hat genau gepasst und heute eben die 429. Und das ist ein bisschen schwer zu erklären, wie ich auf sowas komme, vor allen Dingen, dass es jetzt schon wieder zweimal in Folge punktgenau gestimmt hat. Das ist natürlich so ein bisschen Beobachtung davon, wie setzen verschiedene Algorithmen Orders halt in den Markt, beziehungsweise wie gehen die halt damit um. Und das ist halt einfach eine Geschichte, die habe ich halt über Jahre beobachtet. Um das an der Stelle mal abzukürzen, warum halt auch immer so eine Genauigkeit da eben mit den Marken zustande kommt. So, und das zeigt mir zumindest mal, dass ich da jetzt nicht ganz auf dem Holzweg bin, was das halt angeht. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt voraussagen kann, wie das Ganze sich auflöst beim letzten Endes. Also, ich sage halt auch immer, es ist halt nur wichtig zu wissen, okay, worum geht's und was ist unwichtig. Und wenn man sich das halt jetzt mal anguckt, die beiden, da braucht man gar nicht drüber zu reden, das war absolut richtig an der Stelle, aber wie man auch gestern sieht, hat er nur mal eben einen Dip gemacht nach unten und dann halt wieder hoch. So ein DAO-typisches V hier an der Stelle, aber kam eben nicht weit, sondern nur bis oben, da oben zu dem Punkt, der dann gefehlt hat. Was ich halt auch gezeigt habe, um das auch mal kurz zu erklären, warum ich zum Beispiel keine Formationen handle, das war heute Morgen eigentlich ein sehr schönes Beispiel, wenn man nämlich jetzt hier zum Beispiel mal diese Hochs verbindet, ja, und sagt, okay, wie jetzt auch immer, das ist irgendwie ein Dreieck, nur mal als Beispiel. Ja. Kann man hier unten ja genauso machen, wahrscheinlich irgendwie in der Form. Wie gesagt, ich bin nicht so der Formationshändler, aber natürlich kenne ich die ganzen Dinge halt auch und will natürlich auch wissen, worauf guckt jetzt halt die Masse wahrscheinlich oder was fällt da jedem ins Auge und das sind ja meistens dann noch genau die Sachen, die nicht funktionieren. Das war jetzt aber nicht der Grund, warum ich hier oben short gegangen bin und ich räume mal hier kurz den Bau ab. Warum ich da oben short gegangen bin, sondern die kommt aus einem anderen Kontext. Ja. Passt aber natürlich perfekt dazu, ja, weil wenn jetzt jemand gesagt hat, oh, jetzt kommt der Ausbruch, jetzt geht das Ding long hier aus dem Dreieck raus, der hat natürlich hier direkt auf die Mütze bekommen und wie es sich dann halt im Nachhinein dann auch gehört oder beziehungsweise wie es eben ganz oft der Fall ist, ohne Wiederkehr. Ja, hier gab es noch ein bisschen Reaktion, aber es geht halt eigentlich die ganze Zeit, wird nur runtergedrückt und für long keine Chance. Ja. Da hat irgendwie mal ein paar Punkte mitzubekommen. Vielleicht ein paar, wenn man halt das Glück hat, die richtige Stelle zu erwischen, aber eben nicht so, dass man noch irgendwie heile aus einer Position rauskommt, wenn man da oben zum Beispiel long gegangen ist. Ich wüsste jetzt auch nicht, davon mal abgesehen, wie man das handelt, wo man da den Stop setzt, wahrscheinlich dann irgendwie unter der letzten Kerze und dann ging es ja auch massiv drunter. Nur um das mal ganz kurz nochmal zu zeigen. So, und was jetzt möglich ist, also wie gesagt, ich bin kein Formationshändler, kann das aber gleich nochmal zusätzlich untermauern, warum ich da drauf komme. Also wir haben hier unten ja auch so eine aufsteigende Linie. Möglich wäre es entsprechend auch, dass wir das gleiche mal unten raus machen und dann halt einfach wieder zurücklaufen. Ja, sind erstmal alle wieder irritiert. Und das sind genauso die Stellen, wo das Handeln keinen Spaß macht oder wo es keinen Spaß machen soll. Vor allen Dingen nicht, wenn man natürlich so einen Handelsansatz hat. So, warum hier 272? Wir haben sie jetzt auch gerade wieder im Lauf. Warum ich dort auch rausgehe, das zeige ich auch mal, das kommt nämlich einfach aus dem Wochenchart, die ganze Geschichte. Und zwar sieht man nämlich hier ganz deutlich, also erstmal
Ich muss ein bisschen die Zeit im Auge behalten, nur 3 Minuten, beziehungsweise nur 4. Also erstmal sieht man ja hier, das war ja diese massive Abwärtsbewegung vom, wann war das im Februar, ne? Genau. Ja, irgendwie letzte Januarwoche oder 1. Februar, ich weiß, ist auch nicht so wichtig. So, auf jeden Fall hier, wo diese Masse Abwärtsbewegung war. Und da sieht man auch, hier war zum Beispiel Schluss. So, da ist er zwar einmal drunter, aber dann wieder reingeklettert. So, das ist das eine. Das heißt, da stehen wir gerade drüber, ja, unter dem Schluss von diesem Mini-Crash, den wir da hatten. Genau. 272, das sieht man aber hier jetzt einfach an der nächsten Kerze viel besser, also die, die hier danach kommt. Das war einfach nur die Eröffnung von der Woche an der Stelle. Also das heißt hier erstmal der Versuch der Aufwärtsbewegung. Und er hat bei jedem Versuch, das war der einzige Fehlversuch eigentlich, ist immer wieder da reingelaufen. Es war immer wieder ein gutes Kauflevel, sieht man hier. Es ging immer wieder hoch ab der Stelle. Auch wenn man das jetzt hier im Wochenchart nicht so deutlich sieht, aber im Stundenchart oder ich vermute mal im Daily habe ich es gar nicht so genau beobachtet. Jetzt mal gucken, ob wir die da finden. So, 272, hier auch, ja. Zum Beispiel Ausbruch in den Bereichen, dann hier einmal aufgesetzt, wo Kauflevel, Kauflevel. Und hier auch Kauflevel. Und deswegen habe ich auch vorhin gesagt, mache ich das Ding erstmal zu, weil wir haben heute Freitag und ganz oft ist es eben so, dass am Freitag auch so ein bisschen drum gekämpft wird, wie die Woche denn jetzt schließt. Ja? Und schließen wir jetzt, und das ist genau das Problem, was wir jetzt hier auch haben, weshalb auch jetzt hier höchstwahrscheinlich irgendwie kein kurzfristiger Trade rauskommen wird, weil eigentlich ist die Hälfte der Party schon so ein bisschen gelaufen. Und weil wir stehen jetzt einfach genau an dem Entscheidungspunkt, ja, an dem wir heute auch sicherlich nochmal stehen, ja, egal ob es nochmal rauf und runter geht, die sehen wir bestimmt nochmal. Und weil hier einfach entschieden wird, schließen wir jetzt unterhalb dieser letzten Kaufbewegung auf Wochenbasis oder schließen wir nochmal drin. Wenn wir nochmal drin schließen, dann haben wir wahrscheinlich nochmal irgendwie ein paar Wochen seitwärts. Schließen wir drunter, dann könnte so langsam natürlich auch die ganze Sache besiegelt sein und der Dow auch endgültig nach unten ausbrechen. Und was eben hinzukommt, bei der 200, habe ich jetzt gerade gesagt, das war ein Fehler, sehe ich gerade, das lag hier und da, weil ich die Uhrzeit falsch eingestellt habe. Aber noch nichtsdestotrotz, hier sieht man jetzt zum Beispiel halt auch, ja, das ist halt, wenn es so runtergeht wie hier, so klar und sauber, und dann gibt es meistens irgendwann eine Reaktion. Die war hier ganz simpel einfach am Value Area Low vom Vortag. Und das heißt also, hier ist die Value Area vom Market Profile. Und hier war jetzt so der günstigste Punkt, ja, ganz profan ausgedrückt. Und entsprechend haben wir jetzt hier auch die Reaktion und rennen von dort direkt wieder hoch zur 272. So, und da ist jetzt für mich die Short-Geschichte erstmal vorbei. Long würde ich jetzt hier aber auch nicht unbedingt gehen, weil halt einfach, weil es halt so eine Entscheidungsstelle ist, ja, halt einfach nicht gut. Wäre jetzt halt hier die Value Area tiefer gewesen, bei 200 zum Beispiel, dann hätte ich gesagt, dann kann man wahrscheinlich auch erstmal long reinspringen, weil dann ist wahrscheinlich erstmal wieder hoch zu 272. Nur hier an dem Punkt macht jetzt für mich leider überhaupt gar keinen Sinn. Also ich hoffe, da ist mir jetzt keiner böse, wenn ich da jetzt irgendwie nicht sofort einen Live-Trade präsentieren kann. Beim letzten Mal hat das ja gut funktioniert, aber heute haben wir das nicht. So, dann den DAX. Hier ist er. Hier haben wir ein ganz ähnliches Bild, beziehungsweise ja nicht wirklich. Also hier haben wir zum Beispiel, wenn man das mal auf das Marktvorfall bezieht, haben wir hier die 410. Die habe ich schon ganz lange bei mir auch im Chart, also schon über ein Jahr eigentlich, weil das kommt ja eh alles mal wieder. Und das sieht man auch gestern hier im Stundenchart, ein paar Sekunden, ist die Uhr im Auge. Im Stundenchart gestern haben wir hier auch einmal einen Rücksetzer gehabt, dann auf den Bereich und sofort wieder gekauft worden. Vorher ist sie ganz klar durchgekauft worden und hier auch 410 ganz sauberer Aufsetzer. Das heißt, hier war in der Vergangenheit sehr viel Volumen und deswegen habe ich sowas auch im Auge. Und deswegen wäre es jetzt auch nur plausibel, wenn der DAX erstmal runterkommt, das heißt, erstmal kann es natürlich auch genauso gut noch später machen, wenn er halt runterkommt, und entsprechend wir hier unten mal die 410 nochmal sehen. So, ich hoffe, man hört mich noch. Ich glaube, mein Server hier ist so ein bisschen überlastet. Ich habe nämlich hier 4 Instanzen auf. Ich habe besser ein paar Geschichten noch zugemacht. Jetzt haben wir hier nämlich wirklich so ein bisschen ruckartige Bewegungen. Das wird sich aber gleich beruhigen. Gucken Sie mal den Euro an. Gold zwischendurch. Das ist so,
So, Gold hier im Daily. Euro auch generell, hatte ich gesagt, Long. Da sind wir schon vor 3 Tagen, sind wir da auch schon eingestiegen. Beziehungsweise hatte ich den ersten Long gepostet, der war hier unten in dem Bereich. Aber habe ich jetzt eben auch aufgelöst, beziehungsweise ich war heute Morgen sogar kurz short, weil ich einfach nicht glaube, dass das so einfach nach oben wegläuft, hier mit dem Euro. Ich eskalieren. Ja, eine Datenleitung ist hier, sehe ich gerade. Ich hoffe, man kann mich noch hören. Wenn nicht, Andreas, sei so nett und sag einfach zwischendurch was. Nee, das Ton ist alles in Ordnung. Ton ist einwandfrei. Weil das ist hier, es läuft alles auf dem VPS. Der sollte eigentlich datenmäßig ein bisschen mehr abkönnen. Von daher bin ich jetzt erstmal guter Dinge, dass da nichts verrutscht. Ja. So, aber nichtsdestotrotz kommt natürlich jetzt hier einiges zusammen. So, das wäre jetzt halt zwar hier so, ja, also wo ich ja gerade beim Market Profile ja hier bin, beziehungsweise beim Volumenprofil, jetzt hier einfach auch erstmal nur eine, ja, eigentlich ziemlich sinnlose Bewegung. Also geht einmal hier hoch, da ist auch das R2 und hier eben die das High von der Intraday Value Area und einmal wieder zurück zum POC, also da, wo sowieso der höchste Umsatz für heute halt jetzt gewesen ist. So, erstmal keine Bewegung, mit der man was anfangen kann. Und aber trotzdem, das könnte jetzt natürlich eine Geschichte sein, die, wie gesagt, nach unten geht. Wenn er nochmal auf 410 aufsetzt, ja, vorausgesetzt, er nimmt jetzt hier nicht nochmal zu viel Schwung halt auf der Oberseite, wäre das auch nochmal ein Level, was man nochmal kaufen könnte. Ja. Hat gestern gut funktioniert, war gestern ein gutes Kauflevel, mehrfach. Und sollte heute eigentlich auch dann auch nochmal funktionieren. Frage ist natürlich, bis wohin? Weil gehe ich hier im DAX jetzt auch mal kurz auf den Daily ein, sieht man auch relativ einfach, wo das Problem liegt. Also wir haben hier, also ich kann momentan eh hier nichts wirklich handeln, deswegen meist noch ein bisschen theoretisch. Im Daily zum Beispiel, das sind zwar jetzt hier sind die Übernachtkurse mit drin, spielt aber keine Rolle, weil das sind im Endeffekt ja dann halt Gaps, ja, also ausgefüllte Gaps, wenn man so will. Im Future, die man dann so nicht sehen würde. So, wenn man jetzt hier mal guckt, da haben wir einfach die letzte massive Abwärtsbewegung. Das ist einfach nur der letzte Außenstart im Daily. So, was macht der DAX? Rennt einmal da oben hin, beziehungsweise knapp davor und das war's dann. Ja, das ist auch einfach schlicht und ergreifend der Grund, warum es dann da auch bremst. Also, beziehungsweise es war ja halt ein bisschen weiter davor, die ganze Geschichte. Und deswegen bremst es halt da, weil aus so einer Abwärtsbewegung geht es halt nicht mal einfach oben raus. Ja? Auch wenn es jetzt hier aussieht wie Reversal und es muss ja oben raus und weiß ich nicht was, ja, nein, muss es gar nicht. Also eher im Gegenteil, normalerweise löst so eine Bewegung, wenn die wirklich so gerade ist und die löst eigentlich in der Regel schon eher nach unten auf. Das heißt aber nicht, dass es sich auch mal hochlaufen kann. Und hier wäre zum Beispiel halt die 12585, die habe ich gar nicht eingezeichnet hier jetzt. Aber das ist so ungefähr hier, was man festhält. Dann sieht man, ja, das ist halt auch hier so die letzte Aufwärtsbewegung. Ja, also wenn man sich das mal halt in Wellen vorstellt, beziehungsweise im Stundenchart, kann ich es ja mal zeigen. Dort sieht man es ja ein bisschen besser. Machen wir den mal groß hier. Das ist gar nicht eingeschaltet, manchmal eben nur. Meine Verbindung hier kommt irgendwie gerade ganz schön straucheln hier auf dem VPS. Das dauert irgendwie alles ein bisschen länger. Okay. So, das mache ich ein bisschen kleiner. Ja, das ist bei dir. Das ist halt diese Welle, die man im Daily nur als eine kleine Kerze dann halt sieht. Und hier oben gehört die 12585 hin. Aber auch jetzt nichts, was jetzt erst entstanden ist, sondern eben auch eine Marke, die da schon eigentlich ewig ist, also schon seit über 2 Jahren. Und das ist auch immer, das wird ja auch mal gefragt, warum ich irgendwie nicht mit Trendlinien oder sowas arbeite. Ich halte davon gar nichts und das macht es halt einfach nur extrem unübersichtlich. Und ständig hat man irgendwelche neuen Levels, und aber so funktioniert meines Erachtens der Markt einfach nicht. Und hier oben sieht man zum Beispiel 12585, wird man auch, zum Beispiel wenn man halt das Volumen hat aus dem Future, kann man das auch überprüfen, das ist halt einfach ein Punkt, an dem massiv Volumen einfach war. Sowohl dieses Jahr als halt eben im letzten Jahr.
Und von daher, wo Volumen ist, wird Volumen sein. Das heißt, da geht einfach viel um. Und das ist entsprechend auch so ein Punkt, wo der jetzt nicht mal eben drüber laufen sollte. Ja, muss man mal klar dazu sagen, sollte aber nur deswegen nicht, weil wir ja hier den Startpunkt sozusagen von dem Abverkauf haben. Also rein markttechnisch ist das hier halt eine Welle nach unten. Hier unten ist eigentlich nur Geschiebe, da ist nichts passiert. Und um das Ding wirklich nach long zu drehen, müsste der Punkt ja hier raus. Und als nächstes eben der Punkt. So, und hier gab es ja nun mal halt einige Marktteilnehmer, die da halt ordentlich Positionen abgestoßen haben. Und die haben möglicherweise Interesse, das genau nochmal zu dem Level zu machen. Ganz einfach, ja. Das heißt, die freuen sich dann an der Stelle und sagen, ja gut, kriegen nochmal ein großes Paket halt los. Die wird es mit Sicherheit geben. Kann natürlich sein, trotzdem, dass halt ein anderer kommt, der eine Nummer größer ist und sagt, ja, freue ich mich. Gut, dass ich so günstig nur einkaufen kann, ich will das Ding hoch haben. Deswegen kriegt man da Bewegung. Und das passt halt auch hervorragend hier zur 585. Da war halt schon mal Volumen und da wird auch wieder Volumen sein. Das heißt, da wird es ganz sicher ordentlich hin und her gehen. Selbst wenn es erstmal drüber geht, kommt garantiert wieder. Das ist nicht so ein Punkt, wo es einfach mal durchgeht und dann passiert nichts mehr. Das war gestern zum Beispiel mit der 410 genau das Gleiche. Ja, da rennt er zwar erstmal drüber, aber dann kommt er erstmal wieder zurück. Ja. Und auch nochmal und kommt wieder zurück. Weil halt da einfach viele Interessen aufeinandertreffen. Jetzt ist die 410 hier natürlich nicht mehr so deutlich, 585 wäre deutlicher, aber auch die heute kommen, kann ich auch nicht sagen, dazu bräuchte ich eine Glaskugel. Die habe ich leider nicht. Das geht uns, glaube ich, allen da an der Stelle. Sehr ähnlich. So, dann schreibt der Lutz, soll mal den Euro anschauen. Was macht denn der Euro? Euro macht eine Rakete ohne mich. Lutz, das freut mich sehr für dich und es ärgert mich sehr für mich, dass ich nicht mehr dabei bin, weil ich habe halt nicht gedacht, dass es so einfach funktioniert. Gebe ich zu, ich habe halt wirklich gedacht, so der schleicht die ganzen Tage hier irgendwie auf der Stelle rum und ich würde gerne einfach nochmal so in die Nähe oder auch gerne unterhalb von dem gestrigen Tagestief, aber das macht er wohl dann jetzt leider nicht mehr. Ich war halt morgen auch sogar mal kurz short hier, habe den aber vorhin auch aufgelöst, also nichts mehr offen. Und kann natürlich sein, dass der jetzt hier die Reise entsprechend nach oben antritt. Kann man auch mal gucken, rein vom Bild her. Was ist das denn Lustiges? Die sich gerade bewegt oder habe ich Kreislaufstörungen? Das ist schon ein bisschen spannend. Ich bin nämlich hier mittlerweile in der MetaTrader 5 Version unterwegs. Und aber egal, so hier kann man auch mal gucken, also wo da halt die Targets sind. Ich habe hier auch mal den EMA mit eingeblendet, nur eins zur Orientierung. Macht aber natürlich an der Stelle Sinn, ja, weil wir sind hier, und das hatte ich auch schon ganz oft in den Live-Trading-Webinaren erwähnt, dass halt solche massiven Abwärtsbewegungen werden auch gerne mal irgendwie nochmal bis oben hin halt durchlaufen und dann wird sich dann halt entscheiden, was passiert. So, wir haben mal vom Prinzip aber das gleiche im massiven Außenstab und eigentlich bewegt der Euro sich nur noch innerhalb dieser Abwärtsbewegung. Ja. So, und ob der jetzt tatsächlich bis da hoch geht, also das war ja mal irgendwie 1,19 oder so im Raum, ist eine gute Frage. Ne? Man weiß es halt nicht. Also hier unten gab es keine neuen Tiefs, beziehungsweise hier nur minimal, also hier das Tief von den letzten Tagen war nur minimal an der Stelle. Und es kann natürlich sein, aber das ist halt trotzdem nicht long. Ja. Also long ist es wirklich erst dann, wenn wir hier drüber gehen. Deswegen ist hier der EMA 200 auch gar nicht so schlecht für die Orientierung, ja, weil der halt ja auch damit zusammenfallen wird, höchstwahrscheinlich, wenn wir da sind. Es sei denn, er läuft jetzt heute hoch, glaube ich aber auch noch nicht dran. Ja. Also 200 Punkte bzw. 150 Pip zu den NFPs ist halt auch mittlerweile seltenheitswert. Und aber der Grund ist eben, warum der auch hier nicht so wirklich aus dem Quark kommt, sondern immer wieder halt runtergeht, weil wir in einer Abwärtsbewegung stecken. Das ist nur korrektiv, das ist nicht long, ganz und gar nicht. Und es ist dann auch die Frage, kommt der überhaupt bis da oben hin? Schön wäre natürlich, wenn wir jetzt tatsächlich heute bis dahin laufen, so am liebsten jetzt am Stück, und dann wäre das natürlich halt ein, ja, behaupte ich mal, recht sicherer Short, ja, bei dem halt nicht viel schief gehen kann. Und einmal halt, weil halt wirklich dann halt hier die Bewegung tendenziell zu lange ist, und zweitens natürlich, wenn wir hier wirklich dann an den Hoch sind, und da gibt es garantiert, das heißt garantiert, ja, ich behaupte doch mal, mit einer Wahrscheinlichkeit, die weitaus größer als 80% ist, läuft das nicht einfach darüber und bleibt dann da oben stehen, kommt nie wieder zurück. Das glaube ich nicht. Also das kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Und das sind halt eben, darum geht es ja auch letzten Endes immer nur,
dann halt irgendwo die Punkte rauszufinden, wo um die es halt letzten Endes geht. Ja. Nicht mehr, nicht weniger. Kein Mensch kann irgendwie behaupten, ja, ich weiß, dass der Euro in 4 Wochen wieder bei 1,20 steht. Und auch keiner kann behaupten, dass er wieder bei 1,10 steht. Ja, man weiß es nicht. Man wird hier sehen müssen, wie der Markt darauf reagiert. Wichtig ist nur, dass man die richtigen Punkte dafür findet, um das entsprechend zu handeln. Und dann hat eben sein Stück vom Kuchen mitnehmen. Und dann ist es gut. Also hier zum Beispiel 2 Pivotpunkte hätte man jetzt shorten können, aber muss jetzt auch nicht unbedingt sein, kann man eher mal abwarten, was da jetzt halt passiert. Also sorry, wenn ich da heute etwas unmotiviert bin, was jetzt hier die Eröffnung von dem Trade angeht. Aber ich habe halt heute vor allen Dingen im DAO hat hier echt schon recht viel mitgenommen. 165 Punkte waren, das hatte ich auch vorher noch gepostet. Und hier sieht man jetzt auch wieder schön, ja, der DAO, was er jetzt gemacht hat. Also ganz simpel, hier unten von der Value Area von unten, also von der Vortages-Area, einmal nach oben, das war's. Ja. So, den einen war es zu billig, den nächsten ist es zu teuer. Und das ist halt hier einfach jetzt nur nichts, das hat nichts zu sagen. Und wir sind auch hier, wenn ich das sehe, genau so gleichzeitig des Vortages hoch. Und aber kein guter Punkt, um da jetzt unbedingt irgendwas zu handeln. Da will ich tatsächlich auch hier nachher nochmal Kasse abwarten, wie sich das Ganze dann halt darstellt. Und dann da nochmal einen Blick drauf werfen. Was man jetzt hier natürlich auch schön sieht, ist halt hier, wenn wir nochmal bei diesen Dreieckshändlern sind, ja, läuft dann einmal hier zur Oberkante vom Dreieck. Das sind dann halt so Geschichten, die, keine Ahnung, ob das Absicht ist von den großen Marktteilnehmern oder zufällig, ich weiß es nicht, ja. Aber da fühlt sich jetzt der Dreieckshändler vielleicht bestätigt, sagt, ja, da oben war ja auch mein Dreieck, deswegen geht er da runter. Nee, deswegen geht er nicht da runter. Der geht ganz einfach runter, weil es da oben einigen zu teuer war und weil wir dort aus der Value Area beinahe rausgelaufen wären. So, das zu den NFPs. So, was haben wir denn hier im DAX? Der DAX kommt hier nicht so wirklich mit. Gucken, wie es da jetzt halt aussieht, was da jetzt... Also da fehlt halt einfach unten noch ein Stück beim DAX. 400 Stundenchart hier an. 435 wäre so das nächste Level, ist auch hier sieht man halt einen Peak, den wir hier auch mal hatten, also definitiv auch ein Punkt, der gehandelt wird, ob der jetzt fällt oder nicht, wäre für mich kein Long, ganz klar nicht, aber ein Level, das wir sehr, sehr, sehr wahrscheinlich auch gleich nochmal sehen werden. Wichtiger ist halt die 410, wie dann damit umgegangen wird. Gehen wir da durch, kriegt man hier ein neues Tief oder hält die ganze Geschichte und falls ja, dann stranden wir wahrscheinlich jetzt auch wieder in der Seitwärtsbewegung dann halt zum Wochenende. Wobei ich halt generell natürlich schon der Meinung bin, dass die ganze Geschichte langsam mal nach unten auflösen sollte und nicht irgendwie nach oben. Ein Grund ist eben halt, habe ich ja gerade schon vorhin gezeigt, hier diese massive Abwärtsbewegung, in der wir sind, die hat auch nochmal diese Luft nach oben und dann auch nochmal ein paar Tage Zeit. Aber was man halt eben auch sieht, das habe ich vorhin nicht gezeigt, das kann ich auch mal noch machen, ist hier, Wochenkerze sieht man auch einfach nur am Vorwochenhoch, da oben einmal angelaufen. Das ist das gleiche in Grün. Aber was vielleicht wichtiger ist, ist das hier. Das ist der Monatschart. Ja, das ist nämlich jetzt ja, letzten Montag beides aufeinander getroffen. Nämlich die Wocheneröffnung und die Monatseröffnung. Und ist das hier überhaupt richtig? Das hätte ich noch nie gesehen vor. Da ist halt auch, da stecken wir jetzt einfach in der Abwärtsbewegung von einem Monat drin, beziehungsweise man muss einen Schritt weiter nach links gehen. Nämlich hier sieht man, jetzt ja mal 2 Linien hin, man sieht, was da überhaupt los ist. Also ähnlich wie im DAO, ja, das ist ein Monat. Und das sind nur Hinstäbe. Nicht mehr, nicht weniger, ja. Und entsprechend kein Mal oben rausgekommen, zweimal zwar motiviert dahin gelaufen, aber exakt dort einfach auch wieder runter. Weil, das habe ich auch schon wirklich ganz, ganz oft gesagt in den Webinaren hier zu den NFPs, dass halt einfach solche Außenstäbe lösen fast immer nach unten auf, früher oder später. Also kann zwar versuchen, da oben rauszulaufen, hat ja auch zweimal schon nicht funktioniert und irgendwann ist halt einfach auch mal gut. Ja.
Das heißt also, hier sind 2 Monate dazwischen, kein einziges Mal da oben drüber und die Geschichte sollte irgendwo nach unten auflösen und dann sehen wir hier halt auch mit 10.000 irgendwas, ja, nicht heute, auch klar, ja, aber halt, das ist so das, das Ziel, worauf es halt hinauslaufen sollte und nicht nach oben. Also ergibt jetzt für mich zumindest nicht wirklich Sinn. Natürlich kann es auch immer alles ganz anders kommen, aber meistens, deswegen sage ich ja, ist es eben so, dass so ein Außenstab auch in die Richtung erstmal auflöst. Ob das sich das dann fortsetzt, ist, steht auf einem anderen Blatt. Hier schreibt auch schon der Jens, bei 8.150 kaufen, das kann passieren. Man weiß es nicht, ja, aber wenn man sich so einen Monatschart mal anguckt, ist das ja alles gar nicht mehr so wild. Ne? Ich meine, das sind wir hier unten irgendwo. So. Warum nicht, ja. Aber sicherlich nicht von jetzt auf gleich und alle, die auf den großen Crash warten, sind ja schon ein paar Mal enttäuscht worden. Also daher einfach lieber gucken, wo sind wir, was kommt als nächstes und nicht irgendwie große Reise. Orakeln geht bei mir auch regelmäßig daneben. So, okay. So, viel mehr weiß ich heute leider jetzt gar nicht. Muss ich halt wirklich leider Gottes zugeben, weil halt, wie gesagt, für mich ist das Thema heute schon so ein bisschen durch hier, weil ich halt lieber die Eröffnung abwarten würde und dann halt mal gucken, wie der Markt dann entsprechend damit umgeht, wie hier halt auch die Stundenkerze schließt. Also man sieht ja, ich habe auch hier nur 4 Linien eingezeichnet. Mehr waren es auch gar nicht, weil ich mir jetzt auch nicht für relevant erachte. Das war einmal hier oben das Hoch von gestern, also die 373, dann hier unten die 272, habe ich ja gerade erklärt. Und hier haben wir noch einen kleinen 248. Und mehr ist halt nicht. Also das war infolgedessen jetzt erstmal richtig, sich darauf zu konzentrieren. Und ich sage mal, wenn ich jetzt hier nicht die ganze Zeit alles erklärt hätte, hätte ich es wahrscheinlich jetzt schon gehandelt. Aber es ist natürlich schwierig, dann jetzt hier einen Gesamtüberblick zu geben über den Markt, wie ich ihn halt sehe und warum ich wo welche Entscheidungen getroffen habe oder treffen werde. Und dann eben gleichzeitig noch zu handeln. Also in der Vergangenheit war es ja eigentlich immer so, dass ich dann schon was gemacht habe. Aber muss man auch dazu sagen, es war dann auch oft so, dass es halt bei den NFPs dann erstmal nicht wirklich funktioniert hat. Das letzte Mal waren es, glaube ich, irgendwie 70 Punkte oder so. Das war okay. Aber das ist dann ganz oft tatsächlich erst zur Markteröffnung 15:30 Uhr, 15:30 Uhr sich das Bild dann entsprechend vervollständigt. Ja. Und einmal war es sogar so, dass dann halt direkt danach 1000 Punkte mitgenommen werden konnten, also nicht am Stück, aber mehreren Tagen und zwar mit punktgenauem Entry. Und so leid es mir tut, ich kann heute nichts in dieser Richtung hier anbieten, ja. Weil das habe ich heute Morgen auch geschrieben. Manchmal ist es halt so und auch wenn ich keine Formation wie diese jetzt hier handle, aber es zeigt auch, ohne dass man jetzt hier irgendwelche Linien sieht, man sieht einfach, ja, dass die Bewegung immer enger wird, es wird immer kleiner. Das heißt, es weiß einfach keiner, wohin damit. Ja. Und ganz profan ausgedrückt ist es einfach so. Ja. Das Volumen nimmt ab an der Stelle und weil halt einfach keiner mehr eine Entscheidung treffen will. So, aber irgendwann wird einer kommen und wird einen treffen. Und das wird dann auch den Markt bewegen und das sollte man erstmal abwarten. Und wovor ich auch nur warnen kann, ist, wenn man jetzt sagt, okay, wenn hier ein neues Tief kommt, ja, dann geht er da unten raus. Hat er auch gesehen, wie es hier läuft. Ja? Da kommt irgendwie ein Hoch und da geht er auch nicht oben raus. Sondern ganz oft ist es so, dass in solchen Gebilden oder auch Ranges, es gibt erstmal 2 Fehlausbrüche. Einmal in die eine Richtung und dann in die andere Richtung. Und damit rechne ich eigentlich eher. Und das würde ich tatsächlich auch abwarten, wenn man hier jetzt zum Beispiel halt eine längere Position setzen möchte. Erstmal abwarten, wie löst sich das Ganze letzten Endes auf, nachdem ein Fehlausbruch da war. Ja? Wenn man jetzt irgendwie der Meinung ist, das Ding geht sowieso short, dann kann man das natürlich hier machen und dann halt einfach mal beten und hoffen. So, long würde ich hier auch unbedingt davon abraten eigentlich, weil ich nicht weiß, was das soll. Also es ging ja jetzt schon seit, wo sind wir hier, 27. Juni, seit über einer Woche geht es hier nur hin und her. Und warum soll es ausgerechnet heute jetzt da oben durchs Dach gehen, wo wir hier mittendrin sind? Ja, hätten wir jetzt irgendwie mit den NFPs hier unten gestartet, dann hätte ich gesagt, gut, das kann funktionieren. Ja. Aber hier mittendrin, deswegen handle ich auch jetzt gerade nichts und deswegen habe ich auch alles klargestellt, weil es halt einfach nichts aussagt. Nichts.
dann ist es vielleicht sogar klüger, heute mal die Wochenkerze abzuwarten, wie die tatsächlich schließt. Weil wenn die wieder über 272 schließt, also 24.272, und am Montag wir dort nochmal eröffnen, dann kann man wirklich eigentlich schon davon ausgehen, dass es nochmal irgendwie eine Woche einfach nur ein bisschen hochschiebt und im Wesentlichen ansonsten hin und her. Also ich kann damit mehr nicht anfangen und gebe ich auch ehrlich zu. Und ich glaube, so daneben liege ich ja meistens auch nicht mit dem, was ich sage, beziehungsweise wie ich das sehe. Natürlich auch nicht immer richtig, das ist gar keine Frage, das kann keiner. Aber ich denke mal, das ist auch aus mehreren Blickwinkeln, das ist auch nachvollziehbar, warum ich das Ganze so sehe und sage, hier macht es wahrscheinlich irgendwie keinen Sinn, größere Entscheidungen zu treffen. Für Scalping, Intraday, okay, also da halt hier mit dem Market Profile zum Beispiel und da kann man sich orientieren, da weiß man halt, wo oben und unten ist. Ja. Und wenn sowas dann natürlich kombinierbar ist, entsprechend mit jetzt zum Beispiel halt, sei es jetzt Marken, die ich halt hier habe, bei mir aus dem Blog oder halt eben auch mit so einer Formation. Und dann ist das natürlich halt sehr gut zu machen, weil man halt einfach eine bessere Orientierung hat. Vielleicht noch für diejenigen, die hier dabei sind, sind ja heute doch viele. Wahrscheinlich fragen sich da halt auch einige, was ist das denn hier so mit, oder was ist das Market Profile? Kann ich mal ganz kurz erklären, in zwei, drei Worten, weil ich habe ja vorhin ganz profan gesagt, das ist hier erstmal ein Add-on für den Stereo Trader und gibt es aber auch für andere Plattformen. Nur hier ist es eben so, das ist in Zusammenarbeit mit dem Oliver Klemm, der früher halt viele Jahre im institutionellen Bereich war und eben auch lange Jahre Market Profile gehandelt hat. Ich weiß, in Deutschland heißt es eher Volumenprofil, das ist aber halt so im Sprachgebrauch, Sprachgebrauch ist es anders. Die Amerikaner, die haben kein Volume Profile und die handeln auch nicht Volumen, weil man handelt ja ohnehin nur Volumen und keine Kekse. Und deswegen heißt es dort eben Market Profile, aber Market Profil ist in Deutschland wiederum was anderes. So, aber nichtsdestotrotz, das Add-on heißt Markets Profile hier in dem Fall. Und ganz kurz zur Erklärung, was das ist. Das ist letzten Endes das, was die Marktteilnehmer handeln. Ja? Also ganz simpel, wenn jetzt nicht irgendwie gerade halt ein Riesentrend bewegen da ist, und dann ist es halt eine sehr simple Orientierung für das Oben und Unten. Und wie man hier zum Beispiel sieht, hier gibt es zwei blaue Linien, die ein bisschen dicker sind. Das ist das Volume Area Low. Value Area Low heißt eigentlich nicht Value. Und das High. Das heißt einmal, also in dieser Range, ja, wurden gestern 70% des Kontraktvolumens gehandelt. Ja, also einfach 70% von allem, was gestern umgegangen ist, auf den Future gemessen, also nicht auf CFD, sondern das hängt hier an einem Server dran. Das heißt, wir greifen hier auf echte Future-Daten zurück, auf echte Werte aus dem Future. Das heißt, da wird berechnet, wo gestern 70% der Marktteilnehmer unterwegs waren. Ja. Der hier der violettfarbene Strich an der Stelle, das ist der Point of Control von gestern. Das heißt, genau hier bei, wo sind wir überhaupt, 24.335, dort war gestern im DAO der meiste Umsatz überhaupt. Also es gab keinen Punkt im DAO, bei dem gestern nicht mehr Umsatz war. So. Und ganz simpel kann man ja halt, wenn man so ein bisschen weiß, wie die Kurse entstehen, beziehungsweise wie überhaupt, ja, warum sich Kurse überhaupt bewegen. Und dann kommt man auch eigentlich relativ leicht drauf, warum es nur so sein kann, ja, dass ein Point of Control immer wieder angelaufen wird. Aber ganz kurz eins nach dem anderen. Die gelbe hier, das ist dort, wo das meiste Volumen heute war. Die gestrichelte oben ist die, sozusagen die Oberkante von 70% von heute und hier die Unterkante von 70% von heute. Ja, es ist sehr ähnlich mit dem von gestern, das heißt, wir bewegen uns einfach auch vom Volumen, nicht nur vom Kerzenbild, auch vom Volumen innerhalb von gestern. So, und was ich gerade sagen wollte, warum das halt plausibel ist oder warum man es einfach echt nicht ignorieren sollte, egal was man halt handelt, Formationen, was auch immer, man darf es nicht ignorieren. Nicht, wenn es irgendwo in der Nähe ist. Also diese Punkte,
mit dem, wo man selber handelt, aus einem ganz einfachen Grund. Wenn zum Beispiel ja große Marktteilnehmer kommen und jemand hat zum Beispiel, weiß ich nicht, will 5000 Kontrakte da halt irgendwie loswerden in irgendeiner Form, sei es jetzt, ob der kaufen möchte oder verkaufen, spielt ja gar keine Rolle. Der braucht ja einen Gegenpart. Das heißt, der braucht ja nochmal jemand anderes, der ja auch 5000 Kontrakte dann halt eben hat oder natürlich mehrere Marktteilnehmer. So, und das ist ja halt wie in jedem normalen Geschäft auch, ja, wenn ich irgendwo, weiß ich nicht, 100 Kisten Bier kaufen möchte, dann gehe ich ja nicht zum Kiosk, ja, weil der hat ja gar keine 100 Kisten Bier. So, wo gehe ich hin? Dort, wo es meiste Bier verkauft wird, ja, als Getränkehändler. So, und ähnlich ist es hier ja auch. Das heißt, die versammeln sich ja halt alle eher halt an einem Punkt, weil die wissen, okay, da kriege ich auch was um. Und nicht nur, weil es jetzt halt irgendwie im Chart an der Stelle schön aussieht oder was auch immer, sondern einfach, um selber halt eine Slippage zu vermeiden. Weil wenn jetzt zum Beispiel halt jemand, ein Marktteilnehmer, zu sich, der wirft da 500 Kontrakte rein, ja, wenn der das an einem Level macht, das zum Beispiel dann irgendwo hier unten ist oder hier oben oder irgendwo mittendrin, und dann läuft er einfach Gefahr, dass er selber so schlecht in den Markt reinkommt und selber den Kurs so stark bewegt, dass es einfach unattraktiv ist. Und logischerweise muss er sich ja halt irgendwo, oder muss auch so jemand eine Stelle vermuten oder als Vermutung annehmen, beziehungsweise er sagt sich dann halt, Moment mal, wo sind wahrscheinlich die größten Abnehmer? Wo finde ich die überhaupt? Ja? Und logischerweise am Point of Control, weil dort einfach der meiste Umsatz war. So, und das ist halt, das ist der ja, würde ich mal sagen, der ganze Hokuspokus dahinter. Eigentlich völlig simpel, ja, aber das muss man mal verstanden haben. Und deswegen ist auch zum Beispiel, wenn jetzt jemand sagt, zum Beispiel, ich habe hier irgendwie einen DAO, dort ist ein Moving Average, den handle ich mit 5 Punkten. So, wenn der 5 Punkte über dem Point of Control liegt, keine Chance, wird wahrscheinlich in 99% der Fälle in die Hose gehen. Ja, es sei denn, es ist irgendwie gerade keiner da. Oder es ist Mittag oder sonst irgendwas. Und weil logischerweise, wo Volumen war, wird Volumen sein. Das ist einfach ein Gesetz, was gar nicht anders sein kann. Und deswegen muss man, finde ich, macht man einen Riesenfehler, wenn man das wirklich nicht beachtet. Na, egal, ob man das jetzt halt hier mit dem Add-on macht, man kann es auch zum Beispiel beim Olli auf der Seite nachlesen. Da kommt aber demnächst auch nochmal was Neues als Add-on. Verrate ich aber jetzt noch nicht allzu viel, auf jeden Fall, was worüber man sich freuen kann. Und was da gerade in Planung ist, aber man sollte es wirklich beachten. Vor allen Dingen, wenn es wie jetzt hier seitwärts ist, das ist halt einfach eine ganz simple Landkarte, die funktioniert. Ja. Und extrem hilfreich, da muss ich nicht irgendwie raten, ja, bis wohin läuft der höchstens und bis nach oben oder nach unten und oder läuft er weiter oder wie auch immer, sondern das ist halt einfach, das ist die Map, die Landkarte. Nur das mal eben zu erklären. Falls es so jemand wissen möchte, was das rote Ding hier ist, das ist der VWAP, der volumengewichtete Durchschnitt an der Stelle. Und halt eben auch nur dann halt logischerweise, weil es ja halt eben das, der wie gesagt, volumengewichtete Durchschnitt, also letzten Endes der Punkt, der sich halt auch die ganze Zeit entwickelt an dem Volumen, was heute entsteht und logischerweise halt auch ein relativ sicherer Anlaufpunkt. Und der hat eben dazu gehört. Und wie man hier sieht, auch meistens natürlich immer in der Nähe vom Point of Control ist, also dem Punkt mit dem höchsten Umsatz. So, gut, also, dann gucke ich mir eben nochmal, was der Euro zwischendurch macht, ob da noch was passiert ist. Er ist unten gestrauchelt. So, DAX, hier jetzt auch am Point of Control. Da habe ich ja gesagt, die 435 wäre jetzt halt das nächste plausible Ziel, einfach hier von dem Bild her, aber auch jetzt hier unserem Point of Control, 1459 würde ich jetzt auch trotzdem, ja, könnte hier sogar funktionieren, ich wollte gerade sagen, die Short gehen, aber okay, für eine schnelle Bewegung, aber das lohnt sich halt hier nicht wirklich, für die 2 Punkte. So, und da sind wir auch schon, ne? 435. So, aber ob der jetzt da halt auch durchgeht oder nicht, keine Ahnung. Also nichts, was man jetzt hier unbedingt handeln muss. Tendenziell dann im Zweifelsfall long. Ja. Also, wenn das schon mal da ist, und da haben wir auch zum Beispiel einen Pivotpunkt und warum nicht. So, das heißt aber auch nicht,
dass der halt, wenn eine Rakete macht, dann auch nur einfach mal vielleicht ein bisschen zurückläuft. Aber nicht, dass man wirklich handeln muss. Ja, das war jetzt keine Empfehlung, muss man auch immer ganz klar dazu sagen. Weil viel wichtiger ist hier unten die 410 wegen dem Marktprofil und weil da halt einfach schon sehr, sehr, sehr oft in der Vergangenheit großes Volumen war. Deswegen ist es viel zu gefährlich, in dem Bereich hier jetzt auch irgendwas zu machen, sondern wenn, dann sollte man eher das hier im Auge behalten, die 410. Vor allen Dingen, wenn man das jetzt in der Stunde macht, da haben wir auch noch den S2 aus dem, also den Pivot, den Support 2 in Kombination mit 410 hier als Value Area Low plus die 410 als solche aus der Vergangenheit. Das ist eine Geschichte, da kann man höchstwahrscheinlich mal ein paar Punkte nach oben mitnehmen, wenn er jetzt schön motiviert sich dahin stürzt. So, aber hier sieht man trotzdem, wie ich gesagt habe, so erstmal nach oben. Gut, aber wie weit, weiß keiner. Okay, so, dann hat noch jemand gefragt, der Marco. Marco, bist du noch da? Ich soll mir mal Silber anschauen. Oha, das habe ich sowas von überhaupt nicht auf dem Schirm. Gold dann noch eher. Aber kann ich natürlich trotzdem gerne mal machen. Gucken, ob ich das schaffe, mich so schnell da reinzudenken. So, ich mal eben. Auf. Also auf den ersten Blick im Stundenchart natürlich seitwärts. So, kommt da noch was heute? Ich glaube so vier Instanzen. Ich habe ja nebenbei noch ein paar auf. Sechs, sieben Instanzen und so. Da ist, glaube ich, irgendwann mal Schluss. Sogar der Performance hier von den VPS. So, solange es noch reagiert, ist alles gut. So, dann mache ich das doch mal. Silber Wire. Okay, Tageschart. Das ist ja selbst ein Tageschart seitwärts. Und zwar schon ganz schön lange. Oder ich frage mal andersrum, lieber Marco, was hast du denn vor damit? Mit Silber. Also ich habe, muss ich wirklich gestehen, noch nie Silber gehandelt, Gold schon sehr oft, aber Silber absolut noch nie. Und das sieht für mich völlig orientierungslos aus. Also selbst hier im Wochenchart da passiert ja wirklich gar nichts. Sondern es verengt sich ja hier einfach nur, was das, was wir beim Dow im Stundenchart haben, haben wir hier irgendwo im Wochenchart. Also wenn ich eine Empfehlung zu Silber geben müsste, würde ich sagen, gar nichts machen. Weil, also auch wenn wir jetzt hier so ein lustiges Dreieck da haben, ja, aber mir sagt sowas irgendwie gar nichts. Und das ist auch rein markttechnisch, ja. Kann ich das halt auch mal gucken, ob ich das irgendwie auf die Schnelle hinkriege. Hier gibt es doch irgendwie, gibt es denn hier noch den Zickzack-Indikator? Den ging es nämlich eigentlich am schnellsten. Weil selbst da passiert ja nichts. Da ist einmal hoch, einmal runter. Also ich bin jetzt hier im Wochenchart, ja. Stunde und so weiter, also zum Skypen, wenn man da einen vernünftigen Spread hat, einfach unten noch oben Short, sollte, glaube ich, lange funktionieren. Aber hier selbst in rein markttechnisch ist da nichts zu erkennen, gar nichts. Also was jetzt irgendwie halt, wir reden hier über ein Jahr, also mehr als ein Jahr haben wir hier halt schon, ne? Das ist einfach nur ein Tritt auf der Stelle. Weiter zurück komme ich hier mit den Daten gar nicht, also tut mir leid, kann ich überhaupt rein gar nichts da halt irgendwie sehen, außer dass sich das halt immer weniger bewegt und natürlich irgendwann irgendwo hinlaufen wird. Bis wohin, weiß der Kuckuck, ja. Also das heißt, es müsste ja, um jetzt hier da halt irgendwie eine Tendenz zu erkennen, müsste es, also zum Beispiel Long, müsste es erstmal hier oben über den Punkt drüber. Das heißt, wo sind wir dabei? 17,4 etwa. Da müsste es erstmal drüber und dann könnte man von einer Tendenz sprechen. Und andersrum, eine Short-Tendenz sehe ich gar keine, auch nicht, wenn wir hier drunter kommen, also unter dem, das letzte Low hier. Die wären dann erst ganz da unten. Also, sorry, für mich leider uninteressant. Okay. Silber immer unten rein, oben raus, geht fast jeden Tag. Ja, was sagt hier? Schreit der Lutz hier gerade. Das ist, ja, das macht Sinn. Also ich glaube wirklich zum Skypen. Und ja. Also ich bin long mit einigen Setups, aber ist Katastrophe, hoffe es wird sich nach oben auflösen, schreibt wahrscheinlich, ja. Ja, immer wieder mal, ne?
So, ich glaube, wenn man da genug Geduld hat, dann kann man da auch was reißen. Ja, Silvio ist seit 3 Jahren seitwärts, genau. Okay, gut. Also, mehr kann ich heute leider nicht bieten, außer hier den Überblick. Ich hoffe, das hilft dem einen oder anderen. Ansonsten, ich bin auch nachher natürlich auch noch in der Gruppe, wenn noch irgendwie irgendwas ist, natürlich jederzeit sehr, sehr gerne. Aber hier, wie gesagt, Markteröffnung abwarten. Also wir haben ja sonst immer bis 15:30 Uhr oder manchmal noch länger dann irgendwo gemacht. Aber das macht heute leider keinen Sinn, weil einfach hier nur seitwärts nochmal ausgelotet wird hier. Im DAO jetzt erstmal und im DAX auch. Der macht noch seine 410, aber dann wahrscheinlich wieder hoch. Und ansonsten entscheidet sich hier erstmal nichts. So, Gold, der Euro strauchelt auch hier oben. Gold ist natürlich jetzt erstmal uninteressant, da unten wäre es schön gewesen, die habe ich auch verpasst. Also Gold, wenn man da langfristig setzt, da kann ich vielleicht noch was dazu sagen, das wäre für mich natürlich schon interessant für Long. Also wenn man da halt sieht, irgendwie fällt hier runter einfach seit einem ganzen Jahr eigentlich, ja, ein bisschen Unterbrechung und setzen hier auch einen Vorjahres, Tiefpunkt auf an der Stelle, das kann natürlich schon funktionieren, ja. Also wenn man das mal ganz grob, zum Beispiel mal hier rein markttechnisch betrachtet, dann wirklich ganz grob, dann haben wir halt hier einfach Aufwärtsbewegung, abwärts, aufwärts, ja, wie gesagt, grob. So, und solange das nicht verletzt ist, kann das natürlich von hier aus zum Mond. Ja. Und deswegen wäre das natürlich schon nicht uninteressant, weil wir hier auch ein höheres Hoch haben. Also wir haben hier schon einen erkennbaren Trend, also tief, höheres Hoch. Nicht so tiefes Tief, nochmal höheres Hoch, auch wenn es ein kleines ist. Und dann hier nicht alles Tief, er hat es nämlich nicht verletzt. Kann funktionieren und sehr interessant sein. Also, aber wie gesagt, ich hätte es hier unten gehandelt, hätte man natürlich mit minimalem Risiko dann laufen lassen können, bis weiß der Kuckuck wann, oder eben, wenn es dann halt nicht funktioniert, mit ganz kleinem Verlust dann eben raus. Aber das CAV ist natürlich gigantisch, ja. Wenn man das hier unten macht, ist es eigentlich immer noch, ja. Wenn man dann nämlich zum Beispiel sagt, okay, hier wäre ich raus. An der Stelle erstmal, also unter diesem Punkt, wo sind wir dann hier? Bei 12,25, da als Beispiel raus. Keine Empfehlung, sage ich immer wieder dazu, weil muss man im Auge behalten. Kann man vielleicht sogar noch knapper machen bei 12,30. Und wenn da zum Beispiel halt der Stop ist und ich habe hier mein Entry und da oben irgendwo mein Exit, ja, oder mein Target, ich meine, das ist ein Blinder, ja, das ist ein CAV, also wenn man Swing Trader ist und viel Geduld hat, ist das vielleicht gar nicht so die schlechteste Idee, ja, das halt zu probieren. Also ich bin kein Fan, leider Gottes, von Swing Trading, habe mich natürlich auch schon oft geärgert, weil ich schon oft Entries hatte, die dann extrem weit gelaufen sind, aber das ist natürlich auch Geschmackssache. Okay, gut, also Fragen habe ich soweit, ich das alles überflogen habe, auch beantwortet. Wartet seit 10 Jahren auf den Crash, der jetzt, ja, das tun ganz viele seit 10 Jahren. Da sind auch, glaube ich, schon einige pleite gegangen. Und man sagt auch, also ich weiß nicht, wo ich das mal gelesen habe, aber bei der Spekulation auf den Crash wird mehr Geld verbrannt als im Crash selber. Irgendwie macht das auch Sinn, ja. Ich habe auch schon einige zugrunde gehen sehen, die irgendwie den DAX geschortet haben, also irgendwie gerade über 10.000 nochmal waren und gesagt, also jetzt nochmal Short und dann runter auf 5 oder was der Kuckuck wohin, die da halt etliche zigtausend Euro in den Sand gesetzt haben. Und so, das macht schon Sinn, weil man weiß ja nie, wo oben ist, ja. Man weiß nur, wo oben war. Das ist immer der Haken. Da fragt der Carsten, wann kommt der SteerPeter 2.0 für den MetaTrader 5 offiziell? Letzten Sonntag. Lieber Carsten, haben eine Präsentation gemacht. Das hier ist, ich bin ja auch hier selber im MetaTrader 5 unterwegs und das ist die 2.0er Version. Also die gibt es. Einfach ganz normal runterladen bei FXSplit auf der Homepage. Alright, okay. Also, schade, dass heute nicht mehr ging. Aber ist halt manchmal so. Und ich hoffe, wie gesagt, trotzdem, dass ich dem einen oder anderen hier ein bisschen helfen konnte, einen Überblick zu bekommen, weil ich arbeite, wie gesagt, nicht diagonal,
Und ich glaube halt, dass halt, um das auch zu erklären, wesentlich einfacher ist und wesentlich übersichtlicher. Weil halt, sieht ihr, ich habe hier irgendwie eine Handvoll Linien und das reicht dann halt auch, ja. Oder wie hier im DAO halt eben reicht da irgendwie so die relevanten Punkte dann halt irgendwie eingekreist und das reicht. Das macht es für meine Begriffe wesentlich einfacher. Aber muss natürlich jeder selber wissen, wie er handelt, solange es profitabel ist, alles gut. Wenn nicht, dann sollte man mal umdenken. Und dann darf man sowas auch gerne mal hinterfragen. Okay, also ich bedanke mich an der Stelle, dass ihr alle so zahlreich da wart und auch fast alle bis zum Schluss geblieben war. Schon ganz schön viel los hier, trotz des schönen Wetters. Also wünsche euch viel Erfolg beim Trading. Mal gucken, ob da heute noch irgendwas rauskommt. Mehr als Skype sehe ich dann nicht. Habe ich ja, glaube ich, jetzt auch zu Genüge erklärt. Vielleicht sieht es beim nächsten Mal nochmal anders aus oder wie wir auch schon mal gesagt haben, es würde vielleicht tatsächlich Sinn machen, das NFP-Trading einen Tag vorher zu machen oder morgens, aber man weiß natürlich wirklich nie genau, wann geht es halt los. Ne? Bei dem Morgen war es wirklich um Punkt 8 Uhr, ja, ist ja halt hier oben der, die 429 erreicht worden, die ich gestern noch beschrieben habe. Und man weiß es natürlich nicht, ja, man kann ja nicht den ganzen Tag dann irgendwie Standby sein. Aber ich habe es halt morgen gesehen, habe die Order gesetzt und dann waren es halt irgendwie 165 saubere Punkte. Und das ist natürlich nett, ja. Aber leider weiß man es nicht. Manchmal ist es ja halt auch während den NFPs, dass was passiert. Heute war es dann halt eben nicht so. Mal schauen, wie es das nächste Mal ist. Also, ich verabschiede mich an der Stelle. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, Andreas, hier für das Webinar und auch an das Team von FX Flats. Dorthin auch von meiner Seite ein schönes Wochenende. Und wenn du das letzte Wort haben möchtest, übergebe ich dir das an der Stelle. Sehr gerne, lieber Andreas. Nee, ich bedanke mich auch ganz herzlich bei dir, Dirk, für den sehr, sehr interessanten Marktüberblick, ja, über verschiedene Indizes, Währungen und auch Rohstoffe. Natürlich Silber hast du ja auch super analysiert. Ja, vielen Dank dafür. Ja, wichtig ist halt, dass man auch Geduld hat, dass man dann nicht einfach irgendwas tradet. Und ja, das, denke ich mal, wurde auch heute sehr gut gezeigt. Vielen Dank dafür. Ja, auch Ihnen ein schönes Wochenende und weiterhin viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.